habe eine lange Rede heute nach dem Spiel noch gehabt. Ist das mit Thomas Pech anstrengend? Sehr anstrengend. Ja. Nein, er hat natürlich viel über jetzt die Playoff-Lage geredet und wie wir die nächsten Tage so gestalten wollen. Und das hat so ein bisschen länger gedauert einfach. Tickert das im Spiel immer so ein bisschen mit, dass man sagt, oh, wir führen jetzt, wahrscheinlich, wenn wir auf dem Platz dann landen, dann könnte es gegen den gehen, oder ist das in so einem Spiel dann erstmal egal? Im Spiel ist es, glaube ich, egal. Vor dem Spiel hat es natürlich schon ein bisschen gerattert im Kopf, so, okay, was könnte passieren, wenn wir gewinnen, wenn wir verlieren, wenn wir mit wie viel gewinnen. Gerade jetzt, nebenbei ist ja noch das andere Spiel gelaufen. Und dann begann das gar nicht mal so gut heute, das Spiel, oder? Was war am Anfang los? Da habt ihr irgendwie gleich mit 9 Punkten zurückgelegen oder so, es lief nicht so gut. Du warst nicht im Spiel, glaube ich. Das stimmt. Nein, was lief nicht so gut? Ich glaube, die haben einfach ein bisschen lockerer gestartet. Wir waren sehr, sehr in unserem Kopf drin. Ich glaube, wir brauchen da gar nicht drum herum reden. Wir hatten heute von außen das Gefühl, Ludwigsburg hat jetzt nicht unbedingt alles gegeben, um heute zu gewinnen. Wie war euer Eindruck auf dem Feld? Das war auch mein Eindruck und das finde ich nicht schön, aber ja, das weiß ich nicht. Das war nicht nett, aber das ist... Das ist nicht unsere Entscheidung, aber wenn man Sport macht, man muss gewinnen. Und heute haben wir gewonnen und das war unser Ziel. Ein Grund waren unter anderem heute dein Dreierlauf im zweiten Viertel. 3 Dreier in Folge, der 4. ging dann leider daneben. Erzähl mal, was geht da in dir vor? Hattest du das Gefühl, jetzt geht alles rein, was ich wegwerfe? I wish. Ja, wir haben ein bisschen schnell gespielt in der zweiten Periode. Das war, wir haben viele Spieler wie Carl und Gerald Robinson, die können sehr schnell spielen. Und ja, zweite Viertel, wir haben sehr schnell gespielt und das war schön. Und ist das dann so ein Gefühl, dass du sagst, Mensch, der erste war drin, jetzt versuche ich es beim zweiten und beim dritten Mal auch nochmal? Ja, das ist immer so für jeden Spieler, glaube ich. Manchmal... Spieler sind in einem Zone und das macht Spaß und ja, mit Confidence, das ist viel einfacher, wenn man die erste Dreier macht. Das kann wahrscheinlich Nils auch nachempfinden. Engin hat das heute gemacht, Karl English ist generell so ein streaky Shooter, der dann jeden Dreier versucht zu nehmen. Bist du auch so, weil du bist ja aus der Dreierdistanz auch sehr, sehr gut, dass du merkst, jetzt geht hier mehr als nur 2 am Stück? Ja, das merkt man schon. Man ist in so einem Rhythmus drin und gerade wenn man einen Verteidiger vor sich hat, der jetzt schon gerade 2 Würfe ins Gesicht bekommen hat, dann fühlt man sich da ganz gut und weiß, okay, vielleicht steht der nächste Mal näher, jetzt kann ich an ihm vorbeigehen. So kann man das Spiel ein bisschen spielen. Und dann steckt man sich in dem Moment auch einen Spruch oder so, oder sagst du dann zum Verteidiger auch was? Wann willst du anfangen zu verteidigen oder sagst du so? Manchmal muss man gar nicht so viel sagen, man guckt ihm einfach tief in die Augen und dann... Killerblick. Engin, es hat sich natürlich einiges getan mit dem Trainerwechsel. Was hat sich für euch als Spieler verändert? Es ist immer eine, wie sagt man, Change, ist immer positiv. Natürlich, wir hatten einen guten Trainer, aber etwas ging nicht und dann in Basketball oder jeder Sport, das ist so, wenn man ein Change hat, dass etwas wechselt, dann es ist immer positiv und wir haben eine neue Energie und hoffentlich im Playoff, wir haben eine neue Energie und neue Rhythmus und wir geben ein paar Spieler in Playoff, wir möchten ein anderes Alba zeigen zu unseren Fans. Die große Herausforderung Bayern München, ihr habt gerade schon in der Kabine auch drüber gesprochen. Das kann ja auch was freisetzen, wenn man im Prinzip da schon der Außenseiter ist und alle sagen, wenn wir auch Bayern, wird das wahrscheinlich gegen Alba gewinnen. Wo kann man den Hebel aus deiner Sicht ansetzen bei Bayern München, dass man die irgendwie knackt? Habe ich jetzt noch gar nicht drüber nachgedacht. Ich glaube, wir haben jetzt schon nach dem Spiel darüber gesprochen, dass wir als Spieler uns einfach auf unsere Stärken konzentrieren müssen. Uns wirklich, wir haben so viel Qualität in unserem Team, die wir einsetzen müssen und die wir über lange Strecken jetzt wieder nicht eingesetzt haben. Müssen wieder qualitativ so hohe Defense spielen. Heute, okay, 76 Punkte ist in dem Fall ein Fragezeichen, was und wie Ludwigsburg gespielt hat, aber ich finde trotzdem, dass wir vom Stil her den defensiv schon eine Veränderung gesehen haben.
Ja, wir haben jetzt eine Woche, um uns auf den Gegner vorzubereiten. Und darauf kommt es, glaube ich, an, wie man sich darauf einstellt und wie man sich auf die individuellen Stärken des Gegners einstellt. Wir sind sehr gespannt, die Kapitänsfrage noch an eingehen, oder? War das heute ein besonderes Gefühl für dich, ein anderes Gefühl als sonst, als Kapitän aufs Feld aufzulaufen? Eigentlich nicht. Gage ist unser Kapitän, er ist der Kapitän. Und ja, aber es ist, ja, ich bin sehr stolz, dass ich bin der Erste in der Court. Ja, das ist für unsere Mannschaft, für mich, das ist sehr special und besonders. Und aber wie Gage ist unser Kapitän und ja, eigentlich wäre schon das in Playoff gespielt, aber nächstes Jahr hoffentlich. Dankeschön, Engin. Dankeschön, Nils. Vielen Dank. Ich wünsche euch eine gute Vorbereitung auf die Serie gegen Bayern München. Vielen Dank. Danke, Engin. Dankeschön.